heute auf dem Weg zu unserer Tire Love 2 und sehr gespannt, wie unsere neue Folierung wohl ausschauen wird. Ich meine, in der Theorie haben wir es ja schon eine gewisse Vorstellung, ne Dennis? Ja, es war bestimmt ein Armer. Also ich konnte heute Nacht schon gar nicht richtig schlafen. Na, und ja, schlafen wir mal. Bloß ein paar Minuten. Ja, lasst euch überraschen. So, ich bin jetzt hier bei der Firma Gold Wild. Und das sind die Jungs, die unsere Terra 2 neu folieren. Das ist ja immer aufregende Geschichte, wenn so ein Auto komplett foliert wird. Und jetzt gehe ich mal rein. Wir haben das Auto schon, die Terra Love 2, den EX420, da schon mal reingefahren. Und jetzt, da haben wir Glück gehabt, dass wir es auch reingebracht haben, weil die Halle da gerade so passt, würde ich sagen, auf ein paar Zentimeter. Aber geklappt hat es jetzt. Hier ist ein Kollege schon am Schrauben. Also wir werden jetzt hier ein paar Sachen abmachen müssen, wie die Kanister. Aber ansonsten haben wir noch keine Zurschienen dran am Auto, damit wir das auch gut folieren können. Jetzt bin ich hier beim Sven. Guten Morgen. Du, Sven, dir gehört die Firma, oder? Ich auch mit meinem Vater zusammen, mit Salim. Mit Salim zusammen. In Salim kenne ich ja schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube schon seit 30 Jahren. Und jetzt haben wir also euch den Auftrag gegeben, unsere neue Terra Love zu folieren. Genau. Das ist ja eine Riesengeschichte, wenn viele Leute sehen und viele Leute fragen sich auch immer, haben uns auch immer gefragt, hey, wo macht ihr das? Ja? Wie funktioniert sowas? Wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, ihr braucht wie lange dazu? Naja, das Schwierigste haben wir ja schon geschafft. Das war ja hier tatsächlich das Reinfahren. Ja, das war das Reinfahren. Genau. Von daher würde ich mal sagen, so circa 2 bis 3 Tage Zimmerring um vorbereiten, sauber machen, ein paar Sachen wegbauen. Ja. Und dann wird es dann morgen wahrscheinlich mit dem Folieren losgehen. Ja. Genau. Verschiedene Ebenen. Wir haben erst einmal die Grundfolie, die wir aufkaschieren. Und dann kommen zum Schluss noch die Plots drauf. Ja, wird eine tolle Sache. Also und ihr braucht so 3 Tage oder was habt ihr gesagt, oder? 3 Tage circa, ja. 3 Tage. Und dann habt ihr die Folie schon mal vorbereitet. Kannst du mal was zeigen? So, das sind die Drucke. Einfach auf Bahnen schon mal. Ja. Und die werden jetzt so nach und nach aufkaschiert. Und zum Schluss kommen dann noch die Plots drauf. Die Plots, was sind die Plots jetzt? Logos zum Beispiel, ne? Und gewisse andere 3D-Buchstaben, die werden dann einfach nochmal auf die Folie aufgesetzt. Dass man auch wegen den, wir haben ja hier ganz viele störende Sachen, ne? Wie diese Blenden und Steckdosen, und dass man die jetzt nicht verdeckt, wird erst einmal das Grunddesign aufgeklebt und alles, was an Schriften und Logos ist, wird dann so geklebt, dass es nicht an den Klappen ist. Okay. Und was ich noch fragen wollte, ist, ihr habt das jetzt matt gemacht, ne? Genau. Das vorhergehende war ja glänzend. Mhm. Und warum jetzt matt? Schaut es dann besser aus? Ja, oder? Also wir machen immer grundmäßig immer matt und obendrauf dann immer glänzende Buchstaben. Da hat man ein bisschen so einen Doppeleffekt, ne? Mit dem Mattglanz. Das schaut immer sehr pfiffig aus. Ja, gut. Und wie ist es eigentlich mit dem, müsst ihr dann das ausschneiden? Also jetzt so, wenn man jetzt erzählt, wir lassen mal zum Auto gehen. Du hast ja hier dann die, das muss ja dann irgendwie, das sind ja die Gummis jetzt hier, ne? Genau, ja. Und das wird jetzt dann drüber geheftet zum Schluss erst einmal, positioniert. Und dann wird zum Schluss das alles grob rausgeschnitten und wird dann noch einmal, wenn es dann geklebt ist, fein noch einmal überall nachgezogen, ne? Dass das schön einigermaßen sauber anliegt. Genau. Solche Sachen werden wir davor rausschneiden, weil es rund immer schwierig ist. Das werden wir mit einer Schablone davor rausschneiden und dann draufsetzen. Genau. Ein paar Sachen fallen natürlich weg. Die Gummis, die kann man leider nicht bekleben, weil es nicht hält. Ja. Aber wir machen ja diesmal jetzt auch die Fenster. Ne? Mhm. Das heißt also, wir werden jetzt die Fenster folieren. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, da kann man immer durchgucken dann, oder? Wir würden hier eine spezielle Lochfolie nehmen. Ja. Das heißt, die ist ziemlich blickdicht von außen. Man kann aber von innen fast 90% normal durchschauen. Und ich habe dann trotzdem Licht drin? Genau. Das ist ja cool. Und setzt sich da Dreck an oder so?
Ja, wie bei allen Sachen natürlich. Ne? Also unsere Folie, die hält natürlich schon viel aus, aber putzen und waschen muss man natürlich trotzdem. Ne? Und wie lange hält denn eigentlich so eine Folie? Es gibt verschiedene Folien. Wir haben jetzt eine 5- bis 6-Jahres-Folie genommen. Das ist je nach Witterung oder wie oft steht es in der Garage. Aber 5 bis 6 Jahre, so sollte das Ziel sein. 5 bis 6 Jahre, das ist das Maximum, oder? Eigentlich ja, es gibt noch 7-Jahres-Folien, aber das ist auch immer alles immer so maximal Werte. Kommt immer auch ein wenig auf die Witterung drauf an. Das heißt, nach 7 Jahren dann fällt sie ab, oder? Fällt die sofort ab, ja. Echt? Ja. Genau an dem Datum, wo man es einschreibt. nein, das ist ein schleichender Prozess, wie beim PKW auch, ja. Dass der Lack einfach stumpfer wird, ne, und einfach mal das Laminat brüchig wird. Das ja. ist einfach eine Geschichte, die so nach 3-4 Jahren so langsam schleichend anfängt. Ja, gut. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie es wird. Ne? Also in 3 Tagen kommen wir dann wieder vorbei und schauen wir das einmal an, was ihr da gezaubert habt. Ja, gerne. Gut. Hast du noch irgendeine Idee, was wir unseren Zuschauern erzählen können? Ja, wie gesagt, jetzt fangen wir heute erst einmal an mit Vorbereitung. Ich glaube, morgen wird es dann erst interessant, wenn man so die ersten Bahnen einmal anfängt zu kleben. Vorbereitung bedeutet das erste Mal? Heute viel putzen und was man wegbauen kann, wegbauen. Yeah. Folien einmal ansetzen, einmal schauen von der Größe, wie man hinkommt. Aber ich glaube, interessant wird es dann so erst morgen. Ich habe es ja schon gewaschen gebracht, das Auto einigermaßen, weil wir waren ja jetzt erst in Spanien und da war schon ganz schön versaut, ja. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt ist es einigermaßen sauber, da habt ihr nicht ganz so viel zerputzt. Ich glaube, wichtig zu wissen ist, wenn man so ein Auto verliert, das habe ich immer gehört, dass das vorher auf keinen Fall gewachst werden darf. Oder? Richtig, ja, genau. Weil dann ist es schlecht, oder? Wachs ist natürlich eine schmierende Schicht, da hält keine Folie. Ne? Und das kriegt man immer runter, oder? Schwierig, das hat man ja immer noch, unter dem Gummi ist ja immer noch ein wenig Wachs drunter, das müssen wir jetzt mit Alkohol noch ein wenig wegwaschen. Ja. Ja, aber das kriegen wir hin. Okay. Ja, cool, sind dann. Also vielen Dank erstmal und dann bis in 3 Tagen. Jawohl, super. Bis dann. Ciao. Tschüss, ciao. Was spritzt du da jetzt? Alkohol oder was ist das? Zuerst habe ich mal sauber gemacht mit quasi ein bisschen so einer Reinigungsflüssigkeit, wo man auf nass aufkleben kann und jetzt mit Alkohol, um das Fett runterzubringen und okay. den hartnäckigen Dreck nur wegen, dass dann eben die Folie gescheit klebt und ja. Die Folie ist auch gleich ein Schutz, ne, fürs Fahrzeug mehr oder weniger, oder? Absolut, ja. Also das schützt natürlich dann vor Steinschlag oder Sonnenausbleichen vom Lack und so. Ja. Ist das auf jeden Fall schon sinnvoll, weil halt die Sonne nicht durchkommt. Und, ja. Dann hast du also, wenn du das runter machst, so fast ein neues Auto, ne? Das kann man eigentlich echt, also viele Leute machen das, dass der Lack erhalten bleibt, das macht schon Sinn, ja. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Also. Ja. Ja, da geht es halt vor allem um die Kanten außen, wo halt die Folie dann aufhört, dass die da gescheit anklebt. Ja, genau, weil da ist es immer kritisch, ne? Genau. Wir sind voller Vorfreude auf dem Weg zu unserer Tierlauf 2 und sehr gespannt, wie unsere neue Folierung wohl ausschauen wird. Ich meine, in der Theorie haben wir es ja schon eine gewisse Vorstellung, ne Dennis? Ja, es wird bestimmt ein Hammer. Also ich konnte heute Nacht schon gar nicht richtig schlafen. Ne? Und ja, jetzt schaffen wir mal. Bloß ein paar Minuten. Ja, lasst euch überraschen. Ja, jetzt sind wir hier in Fürth bei der Firma Gold Wild. Die also haben, wildes Gold. Ja, cooler Name. Und jetzt schauen wir, ob die auch einen coolen Job gemacht haben das mit unserem Auto. Also let's go! Schau rein, ich kann es nicht mehr aushalten. Dann folge ich dir, weil ich war ja nicht dabei, ja, wie du die Tarre abgegeben hast. Wow. Oh. Hallo, guten Morgen! Oh, guten Morgen, er ist ja schon laut aufgegangen, aber guten Morgen. Okay. Die Farbe ist schon mal super. Das ist schon. Oh. Ja. Das ist schon besser. Guten Morgen! Hallo, du bist jetzt schon im Film? Ja, super. Habe ich ihr und das schaut schon wow. cool aus.
Das Matt ist schon abgefahren. Ja. Das ist schon besser, das Matt, als das Glänzen. Das gefällt mir schon viel besser. Früher haben wir viel Glänzen gemacht. Ja. Finde ich aber, dass es immer noch billig ausschaut. Ja, ja. Das ist schon. Dass wir das nochmal hören, was du zum Matt sagst. Du meinst, es schaut einfach cooler aus in Matt? Auf jeden Fall, ja. Edler, ne? Und einfach moderner. Ja. Ja. Ja, wenn man einen glänzenden Block draufsetzt, dann hebt sich das auch schöner ab, so quasi mit der glänzenden Folie. Das hat einen coolen Effekt. Also bei dem Roten zum Beispiel oder so. Das ja, ja. Ja, ja, genau. Bei dem Roten hat es einen coolen Effekt, das finde ich auch. Eieiei, das ist schon abgefahren. Was für ein Haus. Geil. Wow. Ja, ein paar Positionen haben wir noch offen. Ne? Das heißt also, die müssen wir jetzt noch festlegen. Ja. Das hier war ja hier geplant, das funktioniert hier nicht. Das funktioniert nicht, ne? Ich habe es jetzt einmal, wenn du es einmal dahin machst, musst du entscheiden. Ja. Können wir jetzt noch irgendwas hinschieben? Also, wo wir das jetzt hinmachen? Ja, das war laut Plan und das da, ne? Ja, das ist der Teil, klasse. Oh, und ich mag das Fenster. Ey, das ist auch gut. Ja, das ist jetzt so ein bisschen ja. Privater, das Ganze. Ja, vor allem, jetzt bin ich gespannt, ob es viel dunkler geworden ist. Wir können fast normal rausschauen. Ne? Also sichtmäßig. Wir können fast normal rausschauen. Es ist ein bisschen dunkler, klar, weil der natürlich trotzdem Folie drauf ist. Aber es nimmt von der Sicht ja kaum was weg. Können wir gleich mal testen. Ja, testen wir mal. Genau, hinten haben wir noch ein paar Positionen. Das hier war hier geplant. Ja. Ich kann es hinten machen. Das hat er unten, nein, macht er keinen Sinn. Ich denke, so wie es angeordnet ist, also ist noch nicht aufgeklebt, aber ja. So wird es, glaube ich. Da habt ihr euch ja viele Gedanken noch zusätzlich gemacht zu der Planung. Immer. Da muss man ja fetzen flexibel bleiben. Die Website runter machen, www. Ich schaue mal rüber noch. Oh, das sind unsere Bücher. Was wir ja jetzt geändert haben, ist das Fenster. Also es hat sich da maßgeblich was verändert. Vorher hatten wir ein Fenster, das offen war. Also gut, man frühstückt dann mal und ist auch durchaus zu sehen, was ja auch in Ordnung ist. Aber manchmal möchte man nicht unbedingt so präsent sein. Was heißt offen? Es war halt nicht foliert vorher. Ja. Magst du uns irgendwie das Geheimnis von dieser Folie am Fenster erzählen? Ja, das ist, hier haben wir eine Lochfolie jetzt dann eingesetzt. Das ist eine Folie, die, wo man die Grafik einfach weiterführen kann, aber mit dem großen Vorteil, dass man trotzdem noch rausgucken kann. Also optisch erst einmal ist es eine Fläche, von innen aber durch die Löcher. Ein bisschen Einschränkungen hat man, aber man kann fast ganz normal rausschauen. Das ist der schöne Effekt dabei. Und man hat keinen Abbruch der Grafik. Ne? Normalerweise, wenn man es weglassen würde, das Fenster, ist einfach da nichts. Ja, jetzt genau. Hat man trotzdem die Grafik weiterführend, ohne dass man nicht mehr rausschauen kann. Und wie ist es nachts? Nachts ist es leider ein bisschen gefährlich, wenn man hier, wenn es außen dunkel ist und innen das Licht an ist, dann hat man den Effekt andersrum. Das heißt, hier kann man von außen reinschauen, aber nicht mehr rausschauen. Also das System so funktioniert wie bei einer UV-Folie durch hell und dunkel. Du kannst dann nachts nicht mehr rausschauen? Genau. Okay. Was ist denn das Schlimmste ist, weil wir nachts eh zumachen? Also man braucht dahinter immer Licht, um was zu sehen. Ja. Aber es ist ja Nacht nie richtig Nacht. Wenn draußen eine Laterne ist und man hat ein bisschen Licht, dann ist es weiter. Das ist nur, wenn es ganz dunkel sein sollte, ne? Dann ist der Effekt einfach andersrum. Aber ich muss dazu sagen, wenn es ganz dunkel ist, ist ja auch dunkel. Wir probieren es einfach mal aus. Ich bin schon sehr gespannt drauf, wie sich's drin leben wird. Ja. Also es schaut auf jeden Fall echt cool aus. Auf was sollte man denn achten, wenn man ein Fahrzeug hat und man kommt zu euch? Was ist da wichtig zu wissen? Also schön ist es immer natürlich, wenn es schon mal sauber ist. Wir müssen zwar trotzdem immer noch ein bisschen entfetten, aber die Grundsauberkeit und einfach keine Lackstellen, keine Lack, der angerostet ist oder große Dellen ist immer natürlich von Vorteil. Also wir können auch nur so sauber kleben, wie der Untergrund ist. Wenn schon Rost vorhanden ist oder viele Dellen, viele Schrammen, drückt sich alles durch die Folie durch. Ne? Also je besser der Untergrund, desto besser das Ergebnis natürlich. Und die Idee, das ist dann praktisch, es kommt jemand mit einer Idee zu euch oder beratet ihr auch und sagt, es würde ich so oder so machen, wir jetzt bei uns das festgestellt habt, sagt, ja, wir haben jetzt die Position hier ein bisschen verändert, weil, also ihr bringt euch auf jeden Fall mit ein. Genau, also wir sind tatsächlich... Olli und ich sind die Beschrifter, aber mein Kollege, der Salim zum Beispiel, oder auch andere Netzwerker drumherum, die machen dann das Design, mit dem man sich abstimmt. Und
ist natürlich immer ein Unterschied, das Design am PC und dann im Endeffekt das Design anzubringen. Wie man jetzt gemerkt hat, gibt es dann Positionen wie mit der Klappe, die nicht mehr funktionieren, weil jetzt hier der Schriftzug wegfallen würde. Ne? Das merkt man meistens dann immer während der Beschriftung, dass man einfach nochmal umplant und einfach Schriften einfach anders plant. Ne? Wir haben es jetzt hier extra so gemacht, dass wir die Schriften, die man eigentlich hätte auch alle aufdrucken können, ja. Also wir haben jetzt hier eigentlich mehr Aufwand gehabt, weil wir zum Schluss, als wir fertig waren, noch einmal die Schriften aufgesetzt haben. Das hätte man auch alles mit eindrucken können. Da hat man immer das Problem, wenn man zum Kleben anfängt, weiß man nicht, schneidet man hier schon mal ein Stück weg oder fällt hier die Schrift hier weg, weil die Schrift so weit hier gewesen wäre. Ne? Hier hat man zum Schluss einfach nur das Grunddesign aufgeklebt und die ganzen Logos zum Schluss einfach platziert, dass einfach nichts irgendwo wegfällt mit solchen Klappen. Jetzt ist es nämlich so, wir kriegen jetzt noch Zurschienen, ne? Also Zurschienen, wo man Markise hinmachen kann, ne? Da muss man jetzt auch aufpassen, dass die mit der Zurschiene nicht alles wieder zuballern, ne? Ja. Wobei es war ja umgekehrt gedacht, wir haben ja gedacht, wir machen die Zurschiene bewusst danach, weil ihr habt ja da eine mega Arbeit mit diesen Rändern, habe ich gelernt. Noch mehr Arbeit gewesen, ja. Ist es genau. Hier, oder wo muss man da auf die Ränder achten, wenn ihr schneidet? Richtig, also wir müssen ja bei solchen Sachen die Klappen aufmachen, dann wird es hier geschnitten. Das, was man rausschneidet, wird wieder eingesetzt. Also der Aufwand ist schon bei jeder Schiene, bei jedem Schloss einfach mehr. Ne? Also für uns war das schon gut, dass die Schienen nicht da waren. Zur Not, wenn jetzt die Schiene wirklich so laufen sollte, dass was ganz blöd wegfällt, müsste man halt noch einmal den Schriftzug, den kann man ja noch einmal ablösen, die sind ja aufgesetzt, ja. Und noch einmal versetzen, ne? Wenn es jetzt wirklich ganz schlecht laufen würde. Ja, das müssen wir jetzt dann klären, wenn wir dann bei Bimobil sind, wo die Zurschienen setzen, das weiß ich jetzt nämlich auch nicht genau. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht und sind hier denken, oh, hoffentlich klappt das jetzt da. Ja. Sind das Schienen oder einzelne Punkte? Das sind die Schienen, die du, ich zeig's dir mal. Für hinten auch? Die hinten drauf sind. Okay. Auf der, du siehst es ja hier, das ist so eine Zurschiene. Okay, ne? Okay. Das da und da, wenn jetzt zum Beispiel, kannst du dann noch irgendwas dran machen, wie eine Markise zum Beispiel. Ne? Und die kommt eigentlich auf der Seite und auf der Seite, okay. Dass man die Markise links oder rechts setzen kann. Kann man das frei wählen oder braucht man da eine gewisse Position auch von der... Das können die relativ frei wählen, die brauchen halt eine gewisse Höhe. Okay. Ne? Weil also die brauchen keine Rahmenversteifung dahinter? Nee. Das können die einfach... Die werden einfach geklebt. Drauf geklebt. Dann ist man ja vielleicht ein bisschen flexibel und kann das ein bisschen vom Design her so anpassen, wenn das nicht stört. Weil die schneiden sicherlich, statt sicher mal schneiden die dann die Folie weg, geht es? Ja. Im Nachhinein? Ja. Die schneiden die Folie weg, weil die müssen sie ja auch auf der... Ankleben wahrscheinlich. Auf der Kabine ankleben, ne? Aber ja, das ist insofern... Das ist okay. Ja, und wie wir vorhin schon gesagt haben, man hat einen gewissen Plan, wie es aussehen soll, aber wenn man dann so live davor steht, also ich finde es schon mega. Schauen wir mal nach vorne. Ich habe die vorne noch gar nicht gesehen. Ich folge euch. Was ich jetzt da feststelle, ist halt bei dem Schriftzug, jetzt haben wir hier viele Länder zugeklebt mit der großen Reise. Ne? Das ist irgendwie schade, oder? Was meinst du? Nee, aber du hast jetzt hier, aber gut. Das Gute ist, man verdeckt es nie ganz, ne? Also nee. Ja, das stimmt. Ja, Georgetown, Guyana. Also lass uns mal nach vorne gehen. Das schaut schon mal cool aus. Unser Logo ist ja ein... Also was weißt du eigentlich, was das ist? Wikingerkrieger. Also das ist ein... Ich hab 1900... Wann war das? 1989 einen Erstkontakt gemacht zum Kannibalenstamm in Westneuguinea. Okay. Und da war noch nie ein Weißer vorher. Und das ist ein Kannibale, also den hat der Uli, unser Grafiker, eben rausstilisiert, ausgearbeitet aus dem Foto. Und das sind so Eberzahnknochen, ja, die der durchs Nasenzeptum hat. Schaut aus wie ein Bart eigentlich, ja, aber das sind wirklich Knochen. Ich finde, manchmal schaut er auch ein bisschen grimmig aus, ne? Bisschen, ja. Ja, aber der ist natürlich, muss man dazu sagen, das ist natürlich der, das ist... stellvertretend für die Völker dieser Erde, okay. Ja, also als Urvolk. Und das ist schon sehr lange, das Logo haben wir schon seit, glaube ich, seit 35 Jahren oder so. Aber es schaut cool aus. Also ich hätte ja dann irgendwann mal auch zwischendurch ein Flamingo gewählt. Ja, Flamingo, okay. Ja. Das ist dann eher so die Frauensache. Wir stehen eher so auf Krieger. Ja, da kann man draufsteigen. Ja. Wow. Genau. Vorher haben wir es noch nicht geklebt, da sind wir auch noch ein wenig... flexibel. Ja. Oben haben wir es jetzt draufgeklebt gestern schon. World Expedition since 1991. Cool.
passt perfekt. Und auch die Motorhaube ist jetzt da abgesetzt mit Schwarz. Das ist jetzt auch neu, das hatten wir vorher nicht. Mit Mattschwarz, das schaut cool aus, finde ich. Ja, vielleicht mag der das, wenn nochmal was, oder ihr beide nochmal was dazu sagen. Also auf das Schwarz-Matt abgesetzte. Das ist das da hier. Na, das schaut schon toll aus. Wir haben das, eigentlich war geplant, dass wir die ganze Motorhaube machen. Wir wollten jetzt den Schriftzug nicht entfernen und haben überlegt, wie können wir das dann so einbeziehen, dass wir das Logo lassen, und haben dann so ein bisschen die Vorhänge so mit aufgenommen. Genau. Hier haben wir noch die Leisten geklebt dazu. Das hier ist ja auch schwarz-matt. Ach ja, genau. Ist ja auch gleichzeitig ein Schutz. Kann man das so, genau, sehen, wenn man jetzt mal... Das macht natürlich auch Sinn, ja, wenn man Steinschlagschutz hat. Also das ist tatsächlich auch ein bisschen Schutz für den Lack. Ja, das schaut gut aus. Das habt ihr toll gemacht. Also ich muss sagen, also ich bin jetzt halt geflasht. Also da habt ihr wirklich einen coolen Job gemacht. Und ich bin froh, dass wir das mit euch gemacht haben. Das ist, man weiß es ja nie, ne? Wir haben jetzt das erste Mal was zusammengearbeitet. Man weiß ja letztendlich nie, ich meine, ich kam jetzt auch auf Empfehlung und so zu euch. Also es hat ja uns empfohlen worden, auch von unserem Grafiker. Und Salim, mit dem du arbeitest, den kenne ich jetzt auch schon, also 30 oder 40 Jahre, keine Ahnung. Also alt bin ich noch gar nicht. Aber. Na, warte mal, ich wollte nur sagen, auf jeden Fall. Ah ja, warte mal, da mal, genau. Goldwild, ja. GmbH. Also man findet euch da unter der Webseite auch Goldwild. Genau. Punkt GmbH. Super. Das, ich weiß also auf jeden Fall, dass viele auch einen guten Verlierer suchen und dann auch teilweise von weit her kommen. Ich kenne jetzt einen Fall, der kommt auch aus der Schweiz extra zum Folieren. Und ja, also das ist, habt ihr toll gemacht und bin ja also wirklich happy. Da ist gar nichts, muss ich sagen. Ja, ist echt cool, Tanja. Das ist wirklich, vom Design her schaut das klasse aus. Jetzt haben wir ja Offroad-Training demnächst. Jetzt hoffe ich, dass wir nicht irgendwas kaputt machen. Dass wir nicht alles kaputt machen, ja. Nicht umschmeißen. Nein. Nicht umschmeißen. Ja, der Olli ist ja jetzt hier fleißig am Kleben, und Dennis und ich, wir hatten ja uns Gedanken gemacht, und auch du, Sven und Olli und alle miteinander, ob die Terra überhaupt in die Halle hier reinpasst. Genau, das war sehr spannend, war auch sehr knapp alles, also wir mussten tatsächlich hier oben den Heizlüfter abbauen, weil sonst wäre es jetzt nicht funktioniert. So hatten wir noch ein bisschen Luft. Wir haben tatsächlich geplant, auch noch ein bisschen Luft abzulassen vom Reifen. Aber zum Schluss mit 5 cm noch im Plus sind wir ganz gut durchgekommen. Also ich kann mich, ich weiß, wie ich das erste Mal bei euch war, und haben wir die Halle angeschaut. Da hatten wir gedacht, na, da geht's nicht rein. Ja. Weil dann habe ich nämlich diesen Heizlüfter da oben gesehen. Und den, das ist ja toll. Ja. Das war bestimmt, der hängt 20 cm runter, oder 30, ne? Der war fast 50 cm. 50 cm, na, der hätte auf Kanter gepasst. Ja, super, also cooler Einsatz. Aber man kann sagen, ihr könnt also große Autos hier, wie man sieht, unser Auto ist jetzt knapp 360, oder? Ich glaube, wir hatten 364, glaube ich, höher, ja. Um die 360. Abseits für die Nähe, das war 359, wir hatten 3 cm gedacht. Und genau. Das ist trotzdem kleiner, weil wahrscheinlich beladen und vielleicht auch falsch. Das sind ja immer Maximalmaße, ne? Ja, genau. Also wir haben natürlich jetzt 3 Tage gefroren, ja. Es war hier richtig kalt, ja. Nein, Spaß. Oh. Ihr seid Helden. Gott sei Dank keine Heizung. Jetzt, mitten im Winter natürlich immer schwierig, wobei wir noch andere Heizer mit anhatten. Aber das ist im Endeffekt nur die Lüftungsheizung, wenn das Tor offen ist. Also die ist jetzt nicht zwingend notwendig gewesen. Also ihr könnt wirklich große Fahrzeuge bekleben, genau, Folieren, ein neues Kleid anziehen. Und der Yachiyama da drin? Der will halt wieder mitmischen, wie immer. Der will mitmischen, ja. Mitmischen, der kommt jetzt auch gleich wieder dazu. Jetzt sollten wir mal rüber in die Produktion gehen und das anschauen, oder? Genau, jetzt wollen wir mal einen kurzen Schwenker in die Produktion machen. Da sieht man alles, was jetzt hier schon am Auto klebt. Natürlich muss ja auch irgendwie hergestellt werden. Das heißt, von der Grafik bis zum Druck. Und das passiert nebenan in der Halle. Okay, da freuen wir uns. Dann machen wir mal kurz einen Blick. Dann ziehen wir das ab. Okay. Cool, das schauen wir später weiter. Jetzt gehen wir mal ab in die Produktion. Ich bin schon ganz gespannt, wie das so ausschaut. So, jetzt wird es ein bisschen lauter.
Ja, dann sprechen wir ein bisschen lauter, dass man uns noch hören kann. Hallo. So, hier sind wir eigentlich mittendrin in der Produktion. Wir machen ja nicht nur Autobeschriftung, wir machen ja auch ganz viel drumherum. Textildruck zum Beispiel, Aufkleber, Planen, alles, was so um die Werbetechnik drumherum passiert. Hier haben wir schon die erste Maschine. Das ist eine UV-Druckmaschine. Hier können wir direkt auf Material drucken. Bierbänke, Holz, verschiedene Arten von Materialien. Genau, laufen wir einfach mal durch. Ja. Hallo. Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Ist doch sehr schön. Hier haben wir schon mal eine kleine Schneidemaschine. Ja. Hier werden dann die Aufkleber geschnitten, auf Form geschnitten. Und es wird dann alles einprogrammiert. Also man muss das im Computer eingeben und dann setzt es. Das ist die erste Arbeit, ist eigentlich immer die Datenerstellung. Und danach geht es in den Druck und wie jetzt hier Konturschnitt. Ja, erstmal muss man die Kreativität auch haben und es auch umsetzen können. Genau. Macht ihr auch Grafik dann oder so? Ja, wir haben ja ein paar, wie den Uli zum Beispiel, mit dem wir auch zusammenarbeiten, aber auch der Salim oder auch oben noch ein paar, die sich um die Grafik kümmern. Genau, also wir machen auch tatsächlich von der wir haben noch keine Idee, bis zum Schluss zur Montage eigentlich alles. Das heißt also, ihr macht auch Gestaltung? Genau, richtig. Vom weißen Blatt Papier bis zum bunten Auto. Dann, was können wir uns noch anschauen? Hier können wir mal. Das sind jetzt zum Beispiel die Maschinen, wo wir eure Folien gedruckt haben. Mhm. Gibt es nämlich ganz viele verschiedene Folien. Für jedes Material gibt es spezielle Folien. Ob es für eine Autobeschriftung ist, ob man eine 3D-Verklebung braucht, ne, oder eine Plane. Für jedes Material, deswegen sind ja auch so viele Rollen, gibt es spezielles Material, was man dafür verwenden muss. Das ist ja unglaublich, oben sind die Farbpatronen. Genau, richtig. Wahnsinn, das sind riesige Maschinen. Irre. Was kostet so eine Maschine eigentlich? Naja, hier liegt man so bei ca. 15.000 ungefähr. Wow. Wow, da muss man fleißig sein. Noch, bei der großen UV-Druckmaschine, die so bei ca. 200.000 liegt, also es geht nach oben, gibt es da keine. Okay. 200.000 sozusagen? Ja. Was bedeutet UV-Druckmaschine? Naja, eine UV-Druckmaschine ist im Endeffekt Tinte, die dann mit UV gehärtet wird, um fest zu werden. Das können wir uns ja gleich einmal anschauen dann hier. Genau, das sind ja auch alles Farben, die UV-beständig sind, für den Außenbereich auch verwendbar sind. Und verschiedene Techniken, ne? Wie die Tinte trocknet. Mit UV-Licht, mit LED-Licht, da gibt es ganz viele verschiedene Systeme. Spannend. Genau, dann schauen wir uns einmal die Maschine mal sehr kurz gerne an. Leider läuft jetzt gerade keine, sonst hätte man das einmal filmen können. Ah, da sehe ich auch noch ein bisschen was hier von unseren Folien. Also vom Lärm her kann man sagen, es ist ganz okay, oder? Ja. Also ich habe es mir eigentlich noch lauter noch vorgestellt. Lauter? Okay. Ja. Genau, hier bedrucken wir direkt aufs Material. Da kann man auch gewisse, hier kann man Planen bedrucken, UV-Schilder, PVC. Das heißt, das Material wird auf den Tisch gelegt und sprüht direkt praktisch aufs Material drauf. Und wie lange braucht es zum Trocknen? Durch diese UV-Lampe ist es sofort trocken. Das heißt, was da rauskommt, ist eigentlich schon fertig. Sehr beeindruckend. Genau. Gut, das war's dann hier eigentlich schon. Ja, vielen Dank. Gehen wir mal nochmal rüber und schauen mal den Olli noch in den Endzügen mal. Genau, was der Olli noch so macht. Das ist ein geiles Motorrad hier. Ja. Deine? Nein, leider nicht. Das ist von einem Kollegen. Es gibt halt ein paar Motorradverrückte auch hier. Na klar, und für alle Fahrzeugliebhaber wird es vom Dennis hier auch gerade nochmal schnell abgefilmt. Aber lass uns die Terra nicht vergessen. So.
Vielleicht hier noch ein Blick auf den Uli, der uns das Design gemacht hat mit in Gemeinschaftsarbeit. Und jetzt gebe ich dir mal kurz das Mikrofon, Dennis, weil ich hole mal unseren Ayachi raus, damit der auch mal wieder ins Bild kommt. Ja. Hallo Ayachi. So, jetzt kann ich mal rauskommen. Ding, da ist er. Und jetzt schauen wir mal, was der Olli noch macht, oder? Der war jetzt fleißig weiterhin in der Zwischenzeit. Olli, auf was achtest du jetzt hier ganz besonders, wenn du so die Folie aufklebst, wie du sie jetzt aufklebst? Was darf man nicht minder bewerten oder nicht? Die Position ist eigentlich mir das Wichtigste, sage ich mal, dass das jetzt bei dem Streifen halt der gleiche Abstand rechts und links ist. Oben und unten habe ich jetzt halt die Leiste genommen und die Gummileiste. Dann mittelt man es aus und dann sollte man es blasenfrei kleben natürlich. Das ist bei der Folie jetzt relativ einfach, sagen wir mal. Die hat eine Luftkanalstruktur im Kleber unten drin. Da kann man auch mal eine Blase mit dem Daumen noch rausmassieren, wenn irgendwie mittig eine Blase drin ist. Zur größten Not kann man mit einer Mini-Pikse die auch noch aufstechen, aber das ist eigentlich seltener der Fall, sage ich mal. Und ja, bei dem Bimobil ist es jetzt so, dass es zweifarbig ist. Das ist eine weiße Schrift mit blauer Outline. Deswegen habe ich jetzt erstmal flächig quasi die weiße Schrift geplottet, nennt man das, mit zum Schneideplotter. Also aus einer rollenbare Folie wird halt mit einem Messer die Folie angeritzt, dass sie auf dem Trägerpapier kleben bleibt. Und kann ich euch drüben auch mal zeigen. So soll dann das Endprodukt quasi sein. Aus dem Schneideplotter kommt es dann so raus. Da ist es jetzt angeritzt. Das heißt, man kann es dann quasi hier lösen und dann schaut es so aus. Da muss man jetzt halt in dem Fall, wenn man nur die Outline will, natürlich noch die Innenleben rausnehmen. Ja, cool, das schaut toll aus. Ja. Aber man muss wissen, was man macht. Ja. Ja. Ja, genau. Ist es eigentlich ein Folierer, ist es eigentlich ein Lernberuf? Mhm. Oder? Das nennt sich eigentlich Schilder- und Lichtreklamehersteller. Schilder- und Lichtreklamehersteller. Das heißt, man hat dann eine Lehre. Genau. Eine Ausbildung. Man wird ausgebildet eben im Handwerklichen, sag ich mal, mit Montieren von Schildern, eben Werbeanlagen. Wirklich großflächigen Sachen, sag ich mal, und halt eben auch das Kleben, Lackieren ist dabei. Also ist relativ umfassend eigentlich eine handwerkliche Ausbildung. Ja. Wie lange dauert die? Das sind 3 Jahre. 3 Jahre. Ja. Und macht offensichtlich Spaß, wenn man dir so zuschaut. Auch, wenn man dann immer das Endprodukt so sieht, ist es auf jeden Fall schon sehr cool. Weil wenn sich der Kunde freut, dann freue ich mich auch. Also ja. Ja, genau. Das ist jetzt, damit keine Blasen drin sind? Nee, das ist jetzt quasi das Trägerpapier oder Tape, sagen wir mal dazu, weil so sind ja die Buchstaben noch einzeln, aber ich muss sie am Gesamten aufbringen. Das heißt, das seht ihr jetzt dann gleich, das hält es zusammen, dass eben die Abstände von den Buchstaben genauer sind, weil dann kann man eben am Ende, also das mache ich jetzt dann freie Hand zum Aufkleben, weil ich es ja nicht mehr ausmessen muss, weil das Weiße klebt ja schon. Mhm. Ist das jetzt quasi nur noch... Da kannst du dir Freestyle erlauben. Sozusagen. Ansonsten musst du das Maßband sicherlich sehr oft ansetzen. Das ist das Wichtigste, dass es halt immer schön ausgemessen ist. Ja. Genau, weil das kann man jetzt eben mit dem durchsichtigen Tape dann einfach so abziehen. Und dann geht es halt rüber zu dem Bimobil. Schon klasse, da mal dabei zu sein. Ja, dann kann man das halt jetzt in dem Fall, weil es ein durchsichtiges Tape ist, quasi anpassen, durchschauen und genau draufkleben. Also, ja. Also das sieht super aus, wie handgemacht. Genau, und dann zieht man das Tape wieder ab. Dann so, also die fertige Folie. Ja.
Genau. Mega. Sehr schön, jetzt schauen wir mal. Also es ist wirklich, es ist Handwerksarbeit. Genau, da fixiert man sich halt einfach, sag ich mal. Man hat dann hier eine Passermarke, wo man es dann ausgemessen hat. Das ist jetzt genau mittig drin. Dann kann man es hier quasi abtrennen. Zieht wieder das Trägerpapier ab. Und was bei dir jetzt wirklich leicht und gekonnt ausschaut, ich denke, da braucht man schon einige Jahre, bis man das so hinkriegt. Also das jetzt für alle vielleicht, die sowas noch nie gemacht haben. So schnell kriegt man das, glaube ich, nicht so gut hin wie du. Braucht man schon ein bisschen Übung, ja, immer, das kommt dann schon mit der Zeit. Also, ja. Wie lange machst du das jetzt? Wie lange machst du das schon? 5,5 Jahre. Also, ja. Da ist schon die Übung zu sehen und dass du das nicht das erste Mal anbringst. Also, super gut. Cooler Job. Ja, cooles Projekt. Hast du ein Foto auch gemacht? Ja, mach mal ein Foto. Wer immer auch sowas Geiles haben will, was immer auf seinem Fahrzeug, ihr wisst ja jetzt, an wen ihr euch wenden könnt. Das sind die Herren hier, die Creators, die von Gold Wild. Und ja, wir schreiben es natürlich unter das Video noch einmal, dass ihr auch die Connection habt und freuen uns wie immer über Likes und schöne Kommentare. Ciao, ciao. Warten, der sieht gut aus. Der kommt rechtzeitig hoch. Jetzt geht er nämlich hoch. Geht er jetzt hoch? Warten, weiter. Das sieht gut aus, doch, doch. Doch, es geht. Next. Ja, gut, Dennis.